Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Interview zum Zeitgeschehen. Diesmal mit Martin Laker von der Akademie Engelsburg. Ganz, ganz großartig, dass du da bist, Martin. Ich habe mich riesig auf unser Gespräch gefreut. Sehr gerne. Danke, dass ich da sein darf, Sonja. Ja, wir beide haben ja vor ein paar Tagen ein Video für deinen großen YouTube-Kanal gemacht. Ich verlinke das mal oben und alles, was wichtig ist, unten in der Videobeschreibung. Seid bitte nicht so faul, fragt mich ständig, sondern guckt wirklich mal in die Videobeschreibung, denn ich mache mir echt die Arbeit und pick dann alles raus, was wichtig für dieses Video ist. Martin, wir haben jetzt gerade vorab kurz besprochen, dass ich euch warne. Also, in diesem Video, wir wissen noch nicht, wie lange es geht, geht es auch um Themen, die jenseits der Komfortzone sind. Wir werden sanft sein, also Martin hat ein Mega-Wissen über die Zusammenhänge. Das macht er auf seinem Kanal publik und macht das auch ganz großartig. Er hat mich in den Zeiten, in denen ich mich so an die ganzen Zeitgeschehnisse geschlichen habe, sehr, sehr unterstützt. Danke an dieser Stelle, lieber Martin. Ja. Und wir werden das auf eine möglichst schlichte, klare Art und Weise tun, ohne Bewertung, sondern uns beiden geht es ja darum, Menschen zu motivieren in dieser Zeit, damit sie stabil und kraftvoll sind und alle Ereignisse möglichst entspannt wahrnehmen und miterleben können. Magst du dich mal ganz kurz denjenigen vorstellen, die dich noch nicht kennen, lieber Martin? Ja, seit 6,5 Jahren bin ich jetzt YouTuber. Habe mich anfangs mit dem weitestgehend in den Naturwissenschaften versteckt, muss man so ehrlich zu sagen, weil meine Stärke ist und war schon immer die Spiritualität. Und als dann jetzt sich diese Wende abzeichnete, das war Mitte März, habe ich dann in meinem Kanal also wirklich den Schalter umgedreht und habe begonnen, die Geopolitik mit der Spiritualität zu verknüpfen, um dann einen großen Adlerblick zu bekommen. Ja, man schaut sich nicht eine Facette an, sondern betrachtet das Ganze. Und wenn man das Ganze betrachtet, hat man einen ganz anderen Überblick. Ja? Und in dem Moment ist es mir immer so wichtig, alle in die Ruhe, in die Mitte zu holen, weil da sind wir stark. Ja, und du hast auch so eine schöne, beruhigende, klare Stimme. Das kriegst du ständig gesagt, ich weiß. Ich muss es aber auch mal sagen. Danke. Ist Teil meiner Berufung, Sonja. Ja. Das gehört irgendwie mit dazu, ja. Ganz genau, so geht es mir ja auch. Also Stimme ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug, gerade in dieser Zeit. Kommunikation und man kann mit der Stimme, mit dem Timbre, mit der Stimmfarbe, dem Klang, viel tiefer ins Herz eindringen. Und ich sage manchmal, ihr könnt die Augen auch zumachen. Also ihr könnt mich am Handy mitschleppen, lasst mich einfach quatschen. Meine Worte winken über die Schwingung. Und wir haben so viele Facetten, etwas darzustellen. Und du hast ja eben, wie du gerade sagtest, angefangen damit, dass du fast täglich damals gezeigt hast, mit den Sonnenstürmen, was ist gerade aktiv, was ist geomantisch los, Erdbeben und so weiter. Und das fand ich großartig. Das war für mich manchmal wirklich so der Start in den Tag. So, okay, da geht's lang, bevor ich das irgendwann selber dann so als Auftrag bekommen habe, das mit in meine Arbeit reinzunehmen. Weil es auf mich, das hatte ich dann eben in diesem Abgleich mit dir gespürt, ganz, ganz heftige Wirkung auf mich hat, wenn ein geomantischer Sturm ist, also wenn jetzt wirklich Sonnenstürme auf die Erde prasseln oder dann habe ich mal gemerkt, dank dir, ich habe Unruhe gehabt und wusste nicht, woher sie kommt, habe bei dir es gibt ein Erdbeben, und zwar, es war dann ein starkes Erdbeben auf der anderen Seite der Erde, dachte ich, ach du meine Güte, das spüre ich jetzt auch noch, oh Gott, oh Gott. Aber ja, für mich als Hochsensible war das wichtig, zu merken, ich bin eben mit allem verbunden auf der Erde. Und das bringt mich jetzt zu unserem Gespräch. Mhm. Zeitgeschehen. Mhm. Wilde Sache. Riesen Marionettentheater, Riesen Kasperletheater. Ja. Und, ja. Wir sind an einem Punkt, wo, ich sag mal, wo wir jetzt durch etliche Monate des Wandels gegangen sind. Und dieser Wandel geht natürlich nicht spurlos an den Menschen vorüber. Die meisten laufen so durch die Gegend, weil es halt in ganz Europa, auf der ganzen Welt, diese Maskenvorschrift jetzt gibt wegen Corona. Und dieser Einfluss
Das nimmt natürlich Einfluss auf unsere Psyche. Ich weiß, dass es in Spanien keine Ausnahmegenehmigungen gibt, so bezüglich der Mundschutz. In Deutschland haben wir die Möglichkeit, da haben wir die Möglichkeit, mit einem Attest uns da rauszunehmen. Ich habe einen Attest und trage auch daher keinen Mundschutz, aber ich sehe meine Mitmenschen. Mhm. Und dann sehe ich teilweise die Angst in deren Augen. Und das ist das Schlimme daran. Weil mit Angst macht man Menschen gefügig. Und daher ist es so wichtig, aus dieser Angst herauszukommen, über den Tellerrand zu gucken, sich selbst zu informieren, selbst zu recherchieren, selbst zu denken und selbst zu entscheiden. Und in dem Moment fangen wir wieder an, in die Souveränität zu gehen, als souveräne Menschen, ja, die wir ja sind. Wir sind ja, wir sind keine Zwerge, wir sind Riesen. Das ist der Punkt dabei. Ja, das ist der Punkt dabei. Und wenn wir uns wieder daran erinnern, was will uns dann noch jetzt noch unterdrücken, ja, um es mal so auszudrücken. Deswegen ist es so wichtig, durch diese holprige Zeit, durch die wir gerade gehen, immer wieder uns klarzumachen, wir sind Riesen, wir haben gigantische Kräfte, wenn wir uns dessen bewusst werden, und wir haben Fähigkeiten, von denen die meisten Menschen noch nicht mal träumen, dass sie sie haben könnten. Ja, danke. Ja, das ist so wichtig, das den Menschen immer wieder zu sagen. In meiner Community sind so viele sensible bis hochsensible Menschen, die sich eben auch, du bist ja auch einer davon, die sich, wie du ja gerade so selber schon, du hast dich hinter der Naturwissenschaft versteckt, ja, bevor du jetzt unter anderem durch diese Krise den Mut hattest, dich eben mit deiner Weisheit auf einen ganz anderen Wege zu zeigen, ja, nämlich mit deinem wahren, maskenlosen Sein. Ja. Ja. Das ist, das macht ja viel mit den Menschen. Es ist, darüber, ich hatte gerade noch ein Coaching mit einer ganz bezaubernden jungen Frau, die sich jetzt auch so nach mehreren Coachings über diese ganze Krisenzeit, die hat das wirklich konsequent genutzt, gemerkt hat, dass es gut ist, sich so zu zeigen, dass es eben niemanden gibt, der dann kommt und sagt, du darfst das nicht. Also, ja. Im Gegenteil. Also wir beide wollen ja die Menschen aufwecken und sagen so, jetzt aber mal hallo, jetzt mal ins Handeln kommen. Mhm. Ich habe in allen meinen letzten Videos gesagt, hört auf zu kämpfen, handelt. Das ist ein gewaltiger, ja, Unterschied. Ja. Wie nimmst du den Unterschied zwischen kämpfen und handeln wahr? Das würde mich mal interessieren. Indem ich kämpfe, gebe ich dem, was ich bekämpfe, meine Aufmerksamkeit, sprich meine Energie, und unterhalte es sozusagen, halte es am Leben. Indem ich handle, konzentriere ich mich komplett auf die Lösung, weil das Problem bekommt überhaupt keine Energie mehr. Und wenn das Problem keine Energie mehr kriegt, was will es da machen? Und an der Lösung ersetze ich ja mehr oder weniger das Problem. Ja. Und wir sind ja an einem Punkt in dieser Gesellschaft. Ich sage das Wort immer wieder ganz bewusst in Anführungsstrichen, weil Gesellschaft ist ein kaufmännischer Ausdruck und da haben wir sofort die Verbindung zu den Arbeitssklaven. So, und in dieser Gesellschaft ist es so wichtig, dass wir uns da rausnehmen, dass wir endlich wieder erkennen, wir sind Menschen, wir sind keine Arbeitssklaven, und es ist wichtig, dass wir souverän sind und in unsere Mitte gehen. Dann sind wir stark, richtig stark. Und wenn wir das uns dieser Sache immer wieder bewusst werden, und wenn es nur ein, zweimal am Tag ist, ja, dann hat das eine enorme Unterstützung in unserem Inneren. Unsere Seele hat wieder die Möglichkeit, sich aufzurichten, um es mal so zu sagen, stark zu werden. Genau, sich auszubreiten. Genau das ist das Wichtige, Sonja, uns wieder auszubreiten. In dem Moment, wo wir in die Liebe und in die Freude gehen, ist unser Herztorus riesengroß. Und damit unterstützen wir das gesamte Feld und damit die gesamte Menschheit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da brauche ich nicht zu kämpfen, sondern ich konzentriere mich auf die Lösung und stütze die Lösung. Ja? Und dann kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind alle Schöpferwesen. Wir haben die Kreativität und wir haben die schöpferischen Fähigkeiten. Wer will uns denn davon abhalten, dass wir jetzt schon unsere Zukunft so visualisieren, wie wir sie uns wünschen? Das ist doch unser gottgegebenes, unser Geburtsrecht. So, und da sind wir schon wieder an dem Punkt, dass wir uns voll auf die Lösung konzentrieren, und dann ist man raus aus der Angst, weil man sieht nur noch die Lösung. Ja, wunderbar. Genau das erzähle ich jetzt quasi ja schon vorher, wie du ja auch, aber jetzt massiv. Ja. Und wir haben ja auch eine Gemeinschaftsmeditation, Vision Neue Erde, die ich jetzt wieder mal initiiert habe. Wir haben damals angefangen, Anfang April, als alle wirklich kurz davor waren, durchzudrehen. Ja.
ich inklusive, weil wir ja 6 Wochen eingesperrt waren, zu Anfang in Quarantäne. Und sie drohen uns übrigens jetzt schon wieder damit. Mhm. Also sie wollen uns auf Mallorca tatsächlich wieder einsperren. Ich bin mal gespannt, ob sie es durchkriegen oder nicht, wie viel Geld sie dafür bekommen, wenn sie uns wieder einsperren. Aber ich bin vorbereitet, alles gut. Und diese Vision, neue Erde zu erschaffen. Viele sagen ja dann, ja, aber ihr könnt doch die Probleme nicht verdrängen. Nein, darum geht's ja. Ich sehe, was ist, und du hast es vorhin so schön gesagt, aus der Vogel-, aus der Adlerperspektive. Ja. Ich habe einen Überblick. Genau. Ich schaue mir das an und dann kann ich mich fragen, wo ist mein Handeln? Was kann ich tun? Ich, Sonja, mache Videos. Ich unterstütze Live-Menschen vor Ort, indem ich ihnen zuhöre, sie umarme, sie motiviere. Wenn es sein soll, kann ich ihnen auch vielleicht finanziell unter die Arme greifen, wenn es geht. Ich handle in meinem direkten Umfeld, ich handle mit meiner Reichweite, motiviere und beruhige so viele Menschen wie möglich, halte sie in der Balance. Und wenn mir dann noch was einfällt, mache ich das auch noch. Aber ja, also jeder Mensch hat einen Handlungsspielraum der Manifestation. Das heißt eben, mal drauf gucken, wo ist denn mein Feld? Ich habe jetzt angefangen, über die neuen Kinder zu sprechen, weil die ja jetzt gerade die ganzen Ängste der Eltern abbekommen und so traumatisiert quasi mit Maske in der Schule sitzen. Was können wir aktiv tun? Also habe ich jetzt ein völlig neues Videofeld aufgemacht. Ich tue meinen Teil dazu, interviewe Menschen, die sich auskennen, damit die anderen davon profitieren. Also was können wir tun zum Handeln? Danke, also das war jetzt nochmal ein schönes Feedback für mich. Was wäre so deine Idee, wie wir als Gemeinschaft in einer gemeinschaftlichen Stärke gerade tun können, aus deiner Sicht? In den Mut gehen und in die Stärke, denn dann strahlen wir Souveränität aus. Und in dem Moment, wo wir souverän sind, ich will nicht sagen, sind wir unbesiegbar. Das ist nicht der Fall. Aber je mehr Souveränität man ausstrahlt, umso weniger wird man angegangen, um es mal so auszudrücken. Und ich nehme jetzt mal nur das Beispiel, wenn ich einkaufen gehe. Ich trage grundsätzlich keine Maske. Ich habe einen Attest in der Tasche von Dr. Jens Bengel. So, das steckt in meiner Tasche und ich gehe rein. Und dann gibt es Läden, da wird man sofort angesprochen. Sofort. So, es gibt aber auch unseren Biomarkt, wo ich immer sehr, sehr gerne hingehe. Da bin ich noch nicht ein einziges Mal drauf angesprochen worden. Ich gehe da rein, ich mache meine Einkäufe. Ja, ich bin freundlich zu den Menschen, ich provoziere sie nicht. Und dann gehe ich wieder raus, dann bin ich fertig. So, in den anderen Läden wird man drauf angesprochen. Dann sage ich jedes Mal, ich habe einen Attest. Ich brauche es nicht zu zeigen, denn das verstößt gegen die Datenschutzgrundverordnung. Da sind ja medizinische Daten drauf. So, und das reicht im Grunde schon aus, weil dann sind die Leute beruhigt, weil sie bekommen von diesen Ordnungsämtern oder was auch immer keine Strafen aufgebrummt, wenn jetzt jemand reinkäme, um da Kontrollen zu machen. So, aber das ist meine Möglichkeit. In dem Moment, wo ich Souveränität ausstrahle, motiviere ich unter Umständen, nicht jeden, aber einige motiviere ich dazu, selbst souverän zu werden. Ja? Und dann vielleicht irgendwann mal drüber nachzudenken, wo bekomme ich jetzt einen Attest her? Wenn man es wirklich drauf anlegt, kommt man ganz, ganz schnell an einen Attest. Ja? Nicht unbedingt bei seinem Hausarzt. Bei den meisten sind das Schulmediziner und die verweigern es grundsätzlich, ja, was schon wieder bald in einen Straftatbestand gehen wird. Aber das ist Zukunft. Wichtig ist, dass man jetzt ins Handeln kommt, so wie du das schön gesagt hast, und sich dann zum Beispiel so ein Attest besorgt. In meinem Kanal habe ich das Attest drin und ich werde es, Telegram-Kanal habe ich das Attest drin und ich werde es in den nächsten Tagen nochmal posten, sodass es einfach immer wieder verfügbar ist, sodass die Leute darauf zugreifen können. Ich weiß nicht, ob wir hier nochmal in einen Lockdown gehen, kann ich nicht sagen, weil hier sind die Politiker schon am Zurückrudern, weil es kommt immer mehr raus, was hier gelaufen ist. In den USA wurden die Corona-Totenzahlen geändert und das schwappt auch langsam nach hier rüber. Und also es ist schon viel passiert in Sachen Aufwachen. Ja? Also die kritische Masse ist überschritten und deswegen ist der Prozess auch nicht mehr aufzuhalten. Ich will jetzt nicht sagen, wir könnten uns zurücklegen und Popcorn essen. Wir sollten schon weiterhin an unserem Bewusstsein arbeiten, weil wir gehen ja immer weiter in Richtung 5. Dimension. Das ist ja das Ziel, wo es hingeht. Ne?
Und wenn wir das erreicht haben, das ist ja immer so, wie soll ich sagen, das nächste Ziel der Zukunft. Ja, das können wir schon sehen. An der Uni Dortmund haben die den ersten Tesla-Turm aufgebaut. In den USA sind alle Vorbereitungen für Nisara im Gange. Wenn man genau hinguckt, sieht man es. Sagen dürfen sie es noch nicht, weil zum Nisara-Programm gehört nach 120 Tagen eine Neuwahl. So, und ich gehe mal davon aus, dass die Trump-Karte, von der die QAnon, von der wir QAnons ja immer sprechen, dass das eine Kombination aus Nisara und John F. Kennedy Jr. ist. Ne? Weil das würde richtige Wellen schlagen. So, also da ich will mal kurz unterbrechen, Martin. Ja. Ah, das ist so viele Infos. Ich muss dazu sagen, also was du jetzt alles raushaust, ich muss das jetzt sagen, wir verlinken deine Sachen alle in der Videobeschreibung und ich verlinke jetzt mal hier oben deinen Kanal. Ja. Denn, das kann ich nicht leisten. Da dürfen die Menschen bei dir gucken, was ist Nisara, QAnon, also viele haben das vielleicht noch nie gehört. Kann man aber auch recherchieren, denn gerade dieses Wirtschaftssystem, das sich jetzt verändern muss, also man kann nicht nur sagen, es muss sich verändern, das wird wahrscheinlich für die meisten Menschen noch der größte Weckruf sein. Bevor wir jetzt aber darüber sprechen, da musste ich jetzt mal einhaken. Ja. Ich weiß, du kannst genau wie ich stundenlang im Stück reden, alleine weil du so viel weißt. Kannst du bitte nochmal uns erklären, was Souveränität wirklich ist? Denn ist es ja etwas anderes als Authentizität. Das strebe ich ja an. Aber Souveränität geht ja noch, glaube ich, in eine etwas weitere Richtung, oder? Ja. Souveränität ist, dass man sich zum Beispiel nichts gefallen lässt, dass man in seiner Mitte steht, dass man weiß, wer man ist, dass man weiß, welche Fähigkeiten man hat, ja, und dass man sein Ziel kennt und dass man da wirklich drauf zugeht. Ich bin kein Freund davon, mit dem Kopf durch die Wand, sondern ich mache es dann eher so wie das Wasser. Ich suche mir meinen Weg und ohne großen Widerstand, weil Reibung ist immer etwas Schlechtes, weil da geht Energie verloren, ja. So, und deshalb mache ich dann einfach so wie das Wasser und gehe den Weg des geringsten Widerstands. Warum soll ich kämpfen, wenn es auch ohne geht? Ja, ich bin kein Kämpfer, ich bin ein Denker, ein Macher, weiß ich nicht. Du handelst. Genau. Du handelst aus deinem Herzen heraus, ja, genau. Souverän und folgst deinem Flow. Ja. Das ist ja das Schöne. Also das Wasser, diesen Begriff gibt es ja im Deutschen so nicht. Hm. Das finde ich so schön im Englischen. Im Flow sein, das, was du sagst. Also ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wo ich hin will und ich sehe das Ziel. Und wenn ich einen Widerstand habe, dann kann ich natürlich versuchen, mir den Kopf blutig zu hauen, um durch eine steile Wand oder was auch immer zu kommen. Oder ich sage, hey, Moment mal, Vogelperspektive, 2 Meter weiter, hier ist rum. Ja? Genau. Der kleine Frosch sieht das nicht, aber der Vogel sieht, ich kann auch da rumgehen. Ja, ja, okay, super. Man muss nicht immer über den Berg, wenn man auch einen Weg um den Berg herum findet. Ja? Nur um es mal so zu sagen, weil der Berg ist immer anstrengend. Ja. Manchmal ist der Berg wichtig, weil das sind dann Erkenntnisse, wenn man oben ist. Aber es geht auch um den Berg herum. Ja? Und das ist aber immer wieder eine Sache des Menschen selbst. Ja? Wo gehe ich jetzt lang? Was sagt mir meine innere Stimme? Die sollte ja immer unser Kompass sein. Und was natürlich auch wichtig ist zur Souveränität, ist der Mut. Dass man auch mal sagt, bis hierher und nicht weiter. Ja, ich bin ja jetzt zum Beispiel als Wede, bin ich ja jetzt nicht ein lichter Milchbubi, ja, der nur zu allem Ja und Amen sagt. Ich sage auch halt Stopp, bis hier und nicht weiter. Und ich wüsste auch, wann ich mein Schwert ziehen würde, um meine Sippe zu verteidigen, um es mal so auszudrücken. Ja, das sind schon die Punkte, wo man, aber ich würde immer meinen mittleren Weg gehen. Ich würde nicht nach links, nicht nach rechts, immer schön in der Mitte bleiben, weil da bin ich am stärksten, da habe ich die meiste Kraft und da habe ich meine Anbindung ans göttliche Feld. Genau, darum geht es. Also nicht die Energie verschwenden, das haben wir viel zu lange gemacht. Ja. Die einen Menschen haben gut funktioniert, sind auf diesem Wege den Weg des geringsten Widerstands gegangen, weil sie sich nicht spüren, weil sie eben keine klaren Ziele haben, es sei denn, sie verfolgen gesellschaftliche Ziele nach dem Motto, ich muss Karriere machen, muss Statussymbole haben und so weiter. Aber diese echte innere Klarheit, wer bin ich, was will ich wirklich? Ist es mein Ziel, Reichtum anzuhäufen, Statussymbole anzuhäufen oder ist es mein Ziel, innerlich reich zu werden?
Ja, solche Menschen mal zu fragen, was macht dich wirklich glücklich, führt diverse Male zu tiefen Krisen, weil sie das Glück, dieses echte, natürliche Glück völlig aus den Augen verloren haben. Denn wenn sie sich den nächsten Ferrari kaufen, heißt das ja nicht, dass sie dann nachhaltig glücklicher sind. Das ist ein Moment, das ist ein Kick, das ist super. Ja, und dann, ja, dann steht dann der fünfte Ferrari in der Garage. Man muss vielleicht die Garage noch anbauen. Da also wirklich souverän, ja, finde ich super. Also Souveränität beinhaltet Authentizität, also sich selbst gegenüber ehrlich zu sein, auch die Schatten zu sehen, was ich nicht kann, meine Fehler wahrzunehmen, auch in der Vergangenheit, und zu sagen, ja, das gehört zu mir jetzt in diesem Leben, in dieser Inkarnation, und ich mache jetzt das Allerbeste draus, ich konzentriere mich, ich weiß, der Schatten ist da, ich weiß, das Dunkle hat noch sehr viel Macht, aber es zerbröselt, es zerbröckelt, es bäumt sich nochmal auf und wird von dem Licht, das wir alle mittlerweile, das hier hinten, das, dieses Friedenslicht, so durchlichtet, dass sich keiner mehr wirklich verstecken kann im Schatten. Ja? Und das finde ich total genial. Ja, und es ist auch, ich empfinde es auch als eine der spannendsten Zeiten der Menschheit, die wir jetzt gerade durchleben dürfen, wo wir daran teil sein dürfen. Weil das, was wir gerade erleben, das betrifft ja nicht nur Europa, das betrifft die ganze Planetenoberfläche. So, und wir sind ja nicht die Einzigen in dieser Galaxie. Ja? Und wenn man über den Tellerrand guckt, dann kriegt man mit, dass da draußen rund um die Erde ganz, ganz viele Raumschiffe sind, die das ganze Spiel mitverfolgen. Also wir können selbst da sagen, selbst wenn es holprig ist, wir sind nicht allein. Unsere Geschwister, unsere Sternengeschwister sind da draußen und die betrachten das alles. Und das Schöne ist, da wir uns selbst befreien, und wenn würden wir jetzt nicht weiterkommen, wir kommen weiter, das ist überhaupt nicht das Thema, aber würden wir nicht weiterkommen, dürften die uns sogar helfen. Und deswegen, also der Sieg des Lichts, der ist sicher. Das ist überhaupt kein Thema mehr. Nur halt die holprige Zeit, wo wir jetzt noch durch müssen. Und da kommen wir auch nicht drum rum. Das gehört mit zum Plan, um es mal so auszudrücken. Und dieser Plan beinhaltet ja auch, dass unsere Mitmenschen, die jetzt noch tief schlafen, dass die wach werden. Dass die erkennen, wo sie hinters Licht geführt wurden. Dass sie erkennen, wo sie belogen wurden, wo sie betrogen wurden. Und das sind ja alles keine Kavaliersdelikte. Und da können noch einige, können noch einen Schrecken kriegen. Das steht völlig außer Zweifel. Doch es ist ganz wichtig, ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen oder das Deutsche Reich. Ja. Auf dem Gebiet des Deutschen Reichs sind 400.000 US-Soldaten. Die tragen schon alle das Schiffssymbol. Ja. Also wir können hier, also im Deutschen Reich, in Deutschland, können wir völlig entspannt bleiben. Wichtig ist nur, dass wir in der Ruhe und in der Kraft bleiben und nicht in die Angst rutschen. Weil wenn wir in die Angst rutschen, werden wir wieder hörig, sind manipulierbar. Und wenn wir nicht in die Angst gehen, wenn wir in der im Mut und in der Stärke bleiben, kann uns nichts mehr manipulieren. Ja? Dann sind wir authentisch. Ja? Wir sind wir selbst. Ja? Und wir spielen keine Rolle mehr. Ja? Wir sind autark. Ja, auch das. Ganz wichtig, weil wenn wir, so lange wir eine Rolle spielen, sind wir nicht mehr wir selbst, weil wir spielen ja dann diese Rolle. Ne? Ganz genau. Das ist so unendlich wichtig. Ja. Eben gerade, wer sind wir wirklich? Welche Rolle wollen wir noch spielen, wollen wir nicht spielen? Ich hatte jetzt gerade ein Interview mit einem der vielen Online-Kongresse, wo es eben um das Menschsein in der neuen Zeit geht. Und wir haben viel über die Rolle gesprochen. Es gibt Rollen, da ist man automatisch drin. Man ist Kind, man ist vielleicht Eltern, man ist Teil eben der Gemeinschaft. Das ist im weitesten Sinne auch eine Rolle. Aber wir können uns von vielen Rollen befreien. Und jeder Befreiungsschritt ist eben mehr Kraft in die Souveränität zu geben, in dieses autark frei sein. Frei von den Rollen, frei von den Zwängen, frei von der Versklavung. Ja. Und für mich ist dann dieser nächste Aufwachkick tatsächlich, dass wir auch, was das Tauschen betrifft, wieder souverän werden. Nämlich zu erkennen, dass, wie hat Clemens Kubitus letztens gesagt, nur 3% des Geldes ist wirklich zum Tauschen gedacht und mit 97% wird Geld gemacht, also mit Geld wird Geld gemacht. Das ist nicht der Sinn des Geldes, sondern wirklich zu sagen, ja, ich
wir beide als YouTuber bekommen ja wundervollerweise auch mal Geschenke, Geldgeschenke, ja, damit wir tun können, was wir tun. Und das ist echter Energieausgleich. Ich handle bewusst mit einem wohlwollenden Ziel und es gibt Menschen, die spüren es und sagen, gut, diesen Menschen unterstütze ich, er tut mir gut, hilft mir in dieser Zeit und das auszugleichen, das ist das Echte. Und dann, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber theoretisch könnte Geld ja als Tauschmittel bestehen bleiben. Nur der ganze Rattenschwanz dahinter, dieses ganze marode System, das wird wahrscheinlich bald crashen. Das crasht mit hundertprozentiger Sicherheit, weil dieses System muss komplett weg. Also das Quantenfinanzsystem, das läuft schon längst. Und daher werden wir bald wieder in goldgedeckte Währungen gehen. Das zeichnet sich so ab. Und wir könnten, das wäre aber, da sind wir noch nicht. Das ist noch Bewusstseinsarbeit, weil wir sind ja nicht nur erwachte Menschen in unseren Ländern, sage ich jetzt mal so. Irgendwann werden wir auch an einen Punkt kommen, wo wir überhaupt kein Geld mehr brauchen. Wenn jeder alles freiwillig in die Gemeinschaft gibt, ist jeder versorgt. Jeder, ja. Und da sind wir dann wieder im vedischen Denken, sage ich jetzt mal, in Familienland sitzen. Jeder hat bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Stärken. Der eine macht das, der andere macht das. Und so gleicht sich das alles in der Gemeinschaft aus. Ja? Und das ist das Schöne. Aber das ist noch für mich noch im Moment Zukunftsmusik, weil noch zu viele Menschen im Materiellen festhängen, richtig festhängen. Und wenn wir uns davon befreien können, ja, dass die Materie, die gehört dazu. Ohne materiellen Körper könnten wir nicht inkarnieren und hätten keine Möglichkeit, an unserem Bewusstsein zu arbeiten. Aber die Materie ist nicht alles. Und was du vorhin so schön gesagt hast mit dem Glück, ja, was ist denn Glück? Glück ist ein innerer Zustand, ja, der Freude, der Zufriedenheit, ja. Und dann kommt irgendwann der Punkt, da sind wir glücklich, wo wir durchatmen. Ja. Ja, und da ist die Freude. Freude ist gelebte Liebe. Ja, Liebe ist die stärkste Macht im Universum. Und ja, was haben wir denn da für Kräfte, wenn wir die stärkste Macht im Universum nutzen könnten, um Gutes zu tun? Ja. Ich glaube, das wird auch jetzt in den nächsten Videos ein bisschen so der Leitfaden sein, auch wenn es nicht so viel Zuschauerzahlen bringt. Aber ich habe schon die Idee, ich werde dieses Video statt Angst lieber Souveränität, sowas in der Art machen. Weil ich möchte einfach jetzt im Moment noch in diesem Übergang den Fokus vom einen auf das andere lenken, weil so viele Menschen Angst immer noch als Trigger sehen. Ja? Und damit wird so viel Geld gemacht, damit wird so sehr versklavt. Und wenn man dann daherkommt und sagt, ja, lebe deinen Frieden. Ja, also hier ist ja das Schöpfungslicht des Friedens, das ich während der Demonstration in Berlin für mich eine Friedensdemonstration für Freiheit und Gerechtigkeit vollendet habe. Wenn man den Leuten damit kommt, das berührt sie nicht, ja, ach, geh mir weg mit deinem Frieden, das wird sowieso nichts, damit kann man nichts, keinen Blumentopf gewinnen und so weiter. Es ist eine so unglaublich starke Macht, dass eben im Wort unglaublich viele Menschen es nicht glauben, was es bedeutet, wenn ich in mir Frieden habe, zufrieden bin, was ich dann leisten kann, wie ich handeln kann, eben in der göttlichen Mitte, in meinem inneren mittleren Weg, ja, nicht in den Extremen verpulvern, sondern mit dem Flow gehen, mit dem Fließen. Ja. Das ist so wichtig mit der Mitte, Sonja, so sehr wichtig, weil nur in der Mitte haben wir überhaupt die Möglichkeit, in die höheren Dimensionen Anbindung zu kriegen. Befinden wir uns im übersteigerten Licht, geht es nicht. Und befinden wir uns in der übersteigerten Dunkelheit, geht es ebenfalls nicht. Nur in der Mitte. Und deshalb war ich so dankbar, dass ich damals den vedischen Weg fand, weil dort gibt es mir die Möglichkeit, also wirklich meine komplette Stärke auszuleben. Okkultismus, ich war viele, viele Jahre Rosenkreuzer. Okkultismus ist nur eine Facette. So, aber die vedische Spiritualität ist der ganze Brillant. Da ist alles, da geht nicht mehr. Mehr geht nicht. Ja? Was will man dann noch mehr, wenn man so einen, diesen Weg gefunden hat und die Möglichkeit hat, irgendwann, ich weiß nicht wie viele Inkarnationen, irgendwann die Stufe eines Gottes zu erreichen. Ja? Und das hat natürlich auch Einfluss auf das alltägliche Leben, weil wenn wir aus diesen Hamsterrädern raus sind, und das wird in den nächsten Monaten passieren, das ist unumgänglich, weil ansonsten können wir diese,
diese dunklen Strukturen, in die wir über Jahrzehnte hinein geführt wurden, können wir die nicht mehr abbauen. Und die wollen wir ja alle nicht haben. Wir brauchen neue Schulsystembildung und was nicht alles. Ja. Also es ist alles neu aufzubauen. Und da ist jeder von unseren Mitmenschen gefordert, sich jetzt schon Gedanken zu machen, wie soll unser Schulsystem aussehen? Wie soll unser Gesundheitssystem aussehen? Wie soll unsere Wirtschaft aussehen? Ja, Wirtschaft schafft Wirte. Wissenschaft sollte Wissen schaffen. Ja? Also sehen wir schon, dass die Wirtschaft, das ist das Schöne an der deutschen Sprache, dass die Wirtschaft ein parasitäres System ist. Brauchen wir das überhaupt noch? Oder gehen wir zurück auf die uralten Basen? Wir haben die Produktion, die Herstellung, den Transport, den Verkauf. Ja? Dass wir das Wirtschaft einfach rausnehmen und sagen, das ist Schnee von gestern, weg damit, brauchen wir uns nicht. Hat es uns weitergebracht? Nein. Warum? Weil es kein natürliches System ist. Ja? Natürliche Systeme sind offene Systeme, die funktionieren wunderbar. So, und diese geschlossenen Systeme, die funktionieren nicht, weil sie nicht natürlich sind. So, und das sind die Punkte, wo wir alle jetzt gefordert sind. Alle. Alle unsere Zuschauer. Weil jeder Mensch sollte gefordert werden, sich zu überlegen, ich bin ein Mensch auf diesem Planeten, wie will ich leben? Wie wollen meine Kinder leben? Ja? Und das ist jetzt die historische Chance. Hatten wir noch nie. Zumindest nicht in den letzten 2000 Jahren. Ja? Oder letzten 5000 Jahren. So, und das ist eine historische Chance. Und da werden sich noch die nächsten 5, 6, 7, 10 Generationen daran erinnern, an diesen Zeitraum 2020, 2021. Ich nehme die Jahre mal mit zusammen, weil so schnell sind wir da doch nicht durch, dass wir sagen, hopp, hopp, hopp. Ja. Also für den ganzen Übergang werden wir schon ein paar Jahre brauchen. Aber das Ziel ist da und es ist sichtbar. Das ist das Schöne. Es ist sichtbar. Und das gibt Motivation. Da will ich hin, da gehe ich jetzt hin. Schwupp, und dann auf geht's. Ja, ja. Das ist das Handeln. Handeln, handeln, handeln. Genau. Handeln. Also wie, ich habe ja diesen dieses Klartext-Video gemacht, alte Matrix, neue Matrix. Und dann kam ja in meiner Meditation dieses schöne Bild, altes Haus, neues Haus. Das alte Haus bröselt, bröckelt, macht eine Riesenmenge Staub und das neue Haus ist aber gerade, die Straße wird gerade gebaut zum neuen Haus. Ein paar sind schon vorgegangen, die Visionäre, die tollen Menschen, die schon überlegen, freie Energie und eben, wie kann man neu handeln, wie sind die neuen Tauschsysteme. Es sind ja schon welche unterwegs, die anfangen, das Neue zu bauen, die schon letztes Jahrhundert angefangen haben. Und, aber die anderen, also so viele, viele, du sagtest, die kritische Masse ist schon überschritten. Wow, danke. Und, ja, und viele sind eben schon auf diesem Weg. Also ich habe immer gesagt, vor 20 Jahren schon, ich bin die, die mit der Machete durch den Dschungel geht, den Weg frei macht. Da haben wir, glaube ich, auch drüber gesprochen in unserem Interview, damit die, die kommen, es leichter haben. Und jetzt ist es nicht mehr der Dschungel, denn das Internet hat ja Wohl und Weh, wie alles in der Dualität aktuell noch. Wir können im Internet so viel Motivation finden, so viel Klarheit, so viele Menschen, die wie wir eben motivieren, statt zerstören oder was auch immer wollen. Und das zu nutzen, diese Schritte jetzt bewusst zu gehen, ob mit dem Wohnwagen, mit dem Wohnmobil, mit dem Rucksack, mit viel Gepäck, wenig Gepäck, aber wirklich loszugehen. Da kommt mir in den Sinn, wie nimmst du das wahr? Das kommt so oft in meinen Kommentaren, dass es innerhalb der Familienpartnerschaften diese Trennung gibt. Ich hatte jetzt gerade wieder eine Frau, die geschrieben hat, ich tue alles, damit mein Partner aufwacht, der will aber nicht. Mhm. Wie gehst du mit solchen Themen um? Jeder Mensch hat einen freien Willen. Das ist unser göttliches Geschenk. Das hat uns unser göttlicher Vater gegeben. Und wenn die Tiefschläfer weiter schlafen wollen, ist das deren gutes Recht. Bei mir, ich gehe weiter. Ich bleibe nicht stehen und warte auf jemanden. Ich gehe weiter, weil das ist mein Leben, für das ich verantwortlich bin. So, und wenn sich dann Freundschaften trennen oder Partnerschaften trennen, dann ist das so. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ich weiß, dass wir halt fast die Hälfte unserer Mitmenschen auf diesem Planeten sind Bioroboter, haben überhaupt keinen göttlichen Funken in sich. So, die können auch die Liebe nicht leben. Ne? So, das sind diese Eiskalten ganz, ganz oft in der Politik und bei den Wirtschaftsbossen. So, und die kannst du, da kriegst du keine Liebe rein, weil die nicht fähig dazu sind. Mhm.
So, und man, wir Hochsensible, wir erkennen diese Bioroboter sehr, sehr schnell. Unser Gespür, unser Strahl, unsere Sensoren sagen sofort, Achtung, da fehlt was bei dem. Ne? So, aber andere merken das halt nicht. So, und da kann es auch durchaus sein, dass ein Mensch, ein Weib, eine Frau mit einem Bioroboter zusammen ist. Und das würde auf die Dauer nicht wirklich funktionieren. Und dann ist es besser, wenn es sich wieder trennt. Weil ich habe das ja auch schon mitgemacht. Partnerschaften, wo man merkt, es passt nicht. Dann ist es sinnvoll, die Trennung zu machen. Ja, wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Es ist aus meiner Sicht nicht richtig, dass man seine Persönlichkeit verändert, nur weil jemand anders gerade jemand einen anderen haben will. Ja. Da möchte dich jemand ganz dringend sprechen. Ja, ja, das hatte ich bei deinen Videos ja schon öfter gehört. Kannst du, falls jetzt irgendwer Angst vor Biorobotern hat, das mal kurz erklären, dass die Menschen auch da die Angst verlieren? Was hat es damit auf sich aus deiner Sicht? Das sind menschliche Wesen, genauso wie wir, nur fehlt ihnen der göttliche Funke. Also sie sind meistens kalte, berechnende Roboter. Man sieht das ganz, ganz oft beim Militär, auch bei der Polizei, nicht ausschließlich. Mhm. Ja, weil da gibt es auch liebenswerte, gute... Da gibt es sogar ganz viele Hochsensible bei der Polizei. Genau, das ist es. Und auch beim Militär. Ich war auch 4 Jahre bei der Bundeswehr. Deshalb, also da gibt es diese Möglichkeiten, gibt es. Das ist überhaupt kein Thema. Nur vor denen braucht man keine Angst zu haben, weil... im Grunde sind das auch Menschen erstmal, nur fehlt denen halt die Liebe. Sie sind Roboter. Also Angst braucht man vor denen nicht zu haben. Außer sie stecken im System. Und dann ist es halt wichtig, sich noch an die Vorgaben des Systems zu halten. Aber wie du ja selber schon gesagt hast, das Haus bröckelt. Ja, wir sehen, wie alles langsam zusammenbricht. Deshalb ist auch da Angst völlig unangebracht. In seiner Mitte bleiben, in seiner Ruhe bleiben, in seiner Kraft bleiben. Das ist das Einzige, was ich immer nur sagen kann. Erinnert euch, wir sind Schöpfer. Wir sind göttliche Schöpferwesen. Wir haben gigantische Kräfte und wir sollten unsere Fähigkeiten wieder aktivieren. Ja. Wir noch unterdrücken. Ja, ganz genau. Und vor allen Dingen eben die Hochsensiblen, die sich sonst immer mit dem Kopf im Sand befinden, dass sie sich trauen, mal diese, manchmal nenne ich das, um sie aufzurütteln, auch Superkräfte, dass sie sich an ihre Superkräfte erinnern. Denn wir spüren mehr, wir hören unterschwelligen Botschaften, wir nehmen sie im Herzen wahr. Gerade die Hochsensiblen reagieren ganz stark über das Herzchakra und das Solarplexuschakra, also auch den Thymusdrüse und das Herz als Muskel und auch den Solarplexus-Nervenknoten, der so Höhe Magen ist. Mhm. Und es zieht sich zusammen, unser System, wenn etwas nicht gut ist. Und es geht ganz weit auf, wenn es etwas ist, was für uns wichtig und gut ist. Und da können wir jede Entscheidung dran messen, auch im Hinblick darauf, was zu tun ist, wo es zu handeln gilt. Ja, ob das dann eben Vereine sind, die sich gründen, ist immer noch eine Möglichkeit im deutschsprachigen Raum, aber ich glaube ganz Europa mindestens, um etwas zu bewegen, ja, auch wenn man sich dann in sehr seltsame Statuten halten muss. Aber einfach mal wirklich sich zusammentun und zu sagen, wir machen mal einen Stammtisch für Gleichgesinnte oder wir gründen eben so einen Verein, um ein Projekt, ein Ziel vorwärts zu bringen, andere vielleicht mit einzubeziehen und diese Gemeinschaft zu nutzen, das Innere wirklich mal zu aktivieren. Also ich sage mal, wir haben in uns einen Sicherungskasten mit, keine Ahnung, 30 Sicherungen und 2 davon sind an. Die reichen gerade zum Funktionieren, zum Überleben. Mit Leben hat das nichts zu tun. Überhaupt nicht. Also, Dinge einschalten. Was du gerade gesagt hast mit dem Verein, da bin ich nämlich überhaupt kein Freund von. Das habe ich mir schon fast gedacht. Warum brauchen wir Verein? Da sind wir schon wieder in Systemstrukturen drin. Und wir wollen ja aus dem System raus. Warum kann man sich nicht einfach so zusammenfinden? Das habe ich meinen Zuschauern nämlich empfohlen. Wir haben eine Diskussionsgruppe, die hat einer unserer oder haben Zuschauer meiner Sendung, haben die aufgezogen und da können die sich austauschen, da können die sich verabreden, die können sich treffen, die können Untergruppen gründen und so weiter. Und ich sage immer, vernetzt euch, trefft euch, lernt euch kennen. Das hat eine ganz andere Qualität als immer nur Zoom. Ja. Ich fand das so schön, als Hera letztens bei mir war, ja, mit ihrer Tochter und Pablo. Und das war schön. Das sind Möglichkeiten, beim NAS-Workshop treffe ich Freunde und auch Zuschauer. Das sind Qualitäten, das kannst du mit den Sendungen und mit einem Zoom-Call
überhaupt nicht vergleichen. So, da trifft man auf Menschen, wo ich mir immer denke, super. Wenn ich überlege, was für ein Potenzial wir in unserer Gemeinschaft, da spreche ich nämlich bewusst schon von der Gemeinschaft und nicht mehr von der Gesellschaft, wenn ich überlege, was wir da für ein Potenzial haben, ja, warum wollen wir uns da noch überhaupt irgendwelche Gedanken um die Zukunft machen? Es ist alles da. Wir brauchen nichts mehr entwickeln, wir müssen nur noch umsetzen. Und wir kriegen so viele Sachen jetzt bei den Technologien mit freier Energie und was es da nicht alles kommt. Wir kriegen da so viel, was uns das Leben erleichtert, ja, und was uns die Möglichkeit gibt, wieder, damit wir uns auf unsere Entwicklung konzentrieren können, damit wir uns aus dem Müll auswickeln können, in den man uns Jahrzehnte eingewickelt hat. Und wenn wir uns entwickelt haben, dann können wir uns voll entfalten. Dann ist unser volles Potenzial da und dann geht es richtig los. So, und das ist doch das Schöne. Wir bauen jetzt bald alles neu auf. Neudenken ist angesagt. Reformieren geht nicht. Da sind zu viele dunkle Strukturen drin. Also wirklich bitte neu aufbauen. Ja. Und dann haben wir, was wollen wir denn noch mehr? Also das ist doch so eine freudige Zukunft. Ich könnte den ganzen Tag grinsend durch die Gegend laufen. Tue ich auch, ja. Ja. Ja, ganz genau. Also mal alles zusammengefasst, es geht darum, dass wir uns unserer Stärke bewusst werden, diese Stärke nutzen, um sinnvoll zu handeln, dass wir uns zusammentun mit Menschen, am besten real. Also ich werde auch bald wieder in Deutschland, Schweiz, Österreich unterwegs sein. Ich habe das 2 Jahrzehnte gemacht, bin jetzt gerade mal ein bisschen blockiert, aber es wird wieder gehen. Und dann umarmen, sprechen, Ideen austauschen, Visionen austauschen, gemeinsam mit Menschen mal überlegen, was kann das Nächste sein, das wir tun können. Ich habe auch so wirklich ganz tolle Menschen in meinem Umfeld, mit denen man visionieren kann. Und in meinem Kanal gibt es ganz viel Unterstützung in vielen, vielen Videos. Wie gesagt, die wichtigsten verlinke ich unten. Deine Sachen verlinke ich auch. Und schaut euch bei Martin um, so viele Ideen. Wir müssen ja nicht alle die gleiche Meinung haben. Ich habe meine Erfahrung, Martin, du hast deine Erfahrung. Wir blicken anders auf die Welt, aber man findet überall Puzzlestücke, die das eigene Lebenspuzzle wieder vollständiger machen, sodass man noch mehr Kraft hat, vorwärts. Und was mir immer ganz wichtig ist, wir haben so viele einfache Möglichkeiten, zum Beispiel Mutter Natur wieder in die Harmonie zu bringen. Und das ist ja unser direktes Lebensumfeld. Ne? Und überleg mal, ich wohne hier in Witten, das ist im Ruhrgebiet. Ja? Das ist bei uns hier im Stadtteil ist es relativ schön, deshalb wohne ich auch hier und genieße es. Aber ich kenne halt auch Stadtteile in Dortmund, in Bochum. Da möchte ich ehrlich gesagt nicht wohnen. Aber das ist jetzt dann unsere Möglichkeit, wenn das System abgeschaltet wurde, das alles umzubauen. Ja, dass wir dann wirklich sagen, so, und jetzt holen wir zum Beispiel Obstbäume in unsere Städte rein. Warum sollen denn nicht in den Städten Obstbäume wachsen im Stadtpark und weiß nicht, wo Grünflächen sind, Äpfel, Birnen, Pflaumen und was nicht alles. Wir haben Hochbeete reinstellen für Salat und Co. Ja. Mhm. Unser Freund Felix nennt es immer so schön Guerilla-Gardening. Ja, du nimmst ja Apfelbaumsparten ab in den Stadtpark, Lochgraben rein, zack, bumm. Heute ist es noch Sachbeschädigung aufgrund dieser völlig über aufgeblasenen Bürokratie. So, aber nächstes Jahr nicht mehr. Ja, dann ist es wieder unser Land, so sage ich jetzt mal so, und dann sind diese Sachen noch wieder möglich. Und dann liegt es nur an uns. Wie verschönern wir uns unsere Städte? So, und wie du schon gesagt hast, jeder hat einen freien Willen, jeder bildet sich seine Meinung aus seiner Perspektive, seine Realität, ja. Wenn ich so dran denke, die Realitäten so von meinen Mitmenschen, allein schon nur hier im Haus, da bin ich ein Alien, ne? Da komme ich mir vor wie ein Außerirdischer. Dabei bin ich aus meiner Sicht absolut in der Realität und meine Mitmenschen nicht so wirklich. Und ja, das muss ich alles anpassen. Genau, und in diesem Übergang, das möchte ich noch ergänzen, bitte, bitte den freien Willen respektieren. Missionieren ist auch sowas mit dem Kopf durch die Wand. Es hilft nicht. Genau. Wir können nur vorleben. Wir können selber Freude haben, Freude teilen, Menschen inspirieren. Das ist was ganz anderes als missionieren. Genau. Wenn wir gefragt werden, können wir unsere Meinung sagen und das tatsächlich auch mal so klar formulieren. Meine Meinung ist, ich habe das Gefühl, statt so zu tun, als wüssten wir, was passiert. Also ich weiß es nicht. Ich sehe nicht durch die ganzen Schichten durch. Einfach tolerant sein.
in der Zeit des Übergangs, wie du schon sagtest, Martin, das innere Licht leuchten lassen, sage ich ja auch immer wieder, gemeinsam leuchten wir hell und stark, dadurch schaffen wir diese riesige Kugel um uns herum aus Liebe, aus Licht, aus Frieden. Und das strahlt aus, inspiriert, motiviert auch energetisch, ohne dass wir ein Wort sagen müssen, die anderen, und sie können schneller erwachen. Ja. Denn die meisten sind ja nur diese liebevoll Schlafschafe, manchmal weniger liebevoll Zombies, weil sie keine Energie haben, weil das System ihnen jede Form von Energie nimmt. Also, wenn wir Energie haben und sie mit Liebe und Freude ausstrahlen, bekommen die anderen automatisch mehr Energie. Die haben dann vielleicht den genialen Zündfunken und dann fällt ihnen das Brett vom Kopf und sie merken, hui, die Realität ist doch ein bisschen anders als gedacht. Ja. Und viel, viel schöner, als sie in Wirklichkeit geglaubt haben. Das ist ja der Punkt. Ja? Die haben ja so viele Filter davor gesetzt bekommen, die sehen ja gar nicht mehr die richtige Realität. Genau. Ja. So, und dann geht auch die Angst vor dem ganzen Quatsch weg. Ja, das, was sich noch aufbäumt, das wird sterben und wir gehen vorwärts in eine neue Zeit, wirklich, wirklich neu, von dem wir jetzt überhaupt noch nicht wissen können. Vielleicht sehen wir dann mal in 10 Jahren dieses Video und denken, was hätten wir doch damals alles, hätten wir das schon gewusst. Wir können es noch nicht erahnen, weil es eben neu ist. Wir denken neu, handeln neu und das macht mir auf jeden Fall richtig gute Laune und die gebe ich weiter. Ja. Vielen, vielen Dank, Martin. Das war ganz toll. Vielleicht mal wieder und ich wünsche dir vor allen Dingen viel Kraft für alles, was du tust. Vielen, vielen Dank dafür. Es ist wirklich toll, wie du aufklärst mit deiner ruhigen, klaren Art. Selbst wenn man nicht mit allem konform geht, muss man nicht, aber es tut alleine schon gut, dir zuzuhören. Vielen Dank dafür. Sonja, ich danke auch dir, dass ich mit dir ins Gespräch gehen durfte, weil das sind ja auch für mich immer neue Inspirationen, die ich von dir erhalte. So nähern wir uns gegenseitig. Also, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaut bei Martin vorbei in seinem Kanal und wenn ihr Lust habt, gebt uns ein paar Daumen nach oben, das eine oder andere Abo und habt einfach ganz viel Freude in eurem Leben. Bis bald, wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.